Ja, moin Leute, neue Folge von mir. Ich starte den Umbau auf Heckkraftheber. Das Zugmaul hier, Rockinger Typ 227, ist komplett festgegammelt. 30 Jahre keine Liebe bekommen. Das Ding wollen wir mal irgendwie losrandalieren und jetzt geht's los. Ja, Traverse ist raus. Hat 12 Minuten gedauert, da war sie draußen. Das ist die 30er Mutter. Und hier ist ein Sicherungsstift durch, der so verrottet und vergammelt ist. Deswegen im eingebauten Zustand wäre es eigentlich gar nicht machbar gewesen. Ich mache den ganzen Scheiß jetzt mal ein bisschen sauber. Dann werde ich versuchen, diesen Spind da rauszukriegen. Vielleicht muss ich ihn ausbohren, ich weiß es noch nicht. Und wenn die runter ist, ich hoffe, dass ich sie runterkriege. Mal gucken. Und diese Scheibe hier runter ist, dann kriegt man schon mal ein bisschen Spiel rein. Dann kriegt man hier schon mal ein bisschen Rostlöser rein, ein paar Mal mit dem Hammer rauf und dann muss das Ding da irgendwie raus. Sonst kommt die Presse. Ja, das Teil ist sehr hartnäckig. Ich habe jetzt die Flanken von der Kronbutter weggeschnitten, um an den Hohlspannstift zu kommen oder an den Splint, was auch immer das ist. Der ist so fest, ich kriege ihn nicht raus. Hab den jetzt angekörnt und den werden wir jetzt mal ausbohren. Das sind 5 mm Bohrer, um die Spannung rauszunehmen. Ja, wollen wir mal versuchen, den Kram da ein bisschen rausgepinkert kriegen. Viel kann das jetzt auch nicht mehr sein. Nur noch ein bisschen die Umrandung von dem Splint. So, das war's. Ja, jetzt wird es nur noch mit roher Gewalt gehen. 46er Nuss. Ich habe sie leider noch nicht da. Ich habe sie bestellt. Ich hoffe, sie kommt heute. Ansonsten packe ich das Ding gleich in den Kofferraum und werde mal losfahren. Ja, Leute, Post kam gerade an. 3/4 Zoll war nicht da. Ich habe es eben schon mal gelöst. Man will ja nicht ja, ein Video drehen, wo man sich hier die Hose voll knallt. Wie gesagt, 3/4 Zoll, 46er Nuss. Und dann mit einem 2,5 Meter langen Rohr. Die Mutter ging los. Mehr habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Das hier ist wirklich Premiere. Und sowas will ich eigentlich auch nur einmal drehen. Von daher bin ich gespannt, was mich da gleich erwartet. Wenn die Kupplung sich schon nicht drehen lässt, ja, ist sie meistens festgegammelt. Dass die Mutter hier runtergeht, ist schon mal schön. Wie gesagt, die Mutter muss sich hier vorne ein bisschen schleifen, um den Splint rauszukriegen. Aber das Gewinde, es ist kein Feingewinde, es ist metrisches, also so eine Mutter. Kostnabel und Ei, das ist, glaube ich, das geringste von allem. Ja, Leute. Ich bin jetzt auf dem Weg zu mir im Betrieb. Da haben wir eine kleine 25-Tonnen-Presse. In der Werkstatt, ich kam noch nicht weiter mit Einsprühen, mit Wärme, mit Kloppen, mit Biegen, mit Brechen. Das Ding bewegt sich nichts, nicht ein Stück, nicht ein Mü, ums Verrecken nicht. Jetzt hoffe ich, dass ich da gleich auf der Presse ein bisschen mit dem Brenner vorankomme. Ich habe die Kamera zwar mit, die GoPro, aber ich glaube, ich werde das auch nicht großartig filmen können, weil Lebensmittelindustrie ist immer so ein bisschen Geheimnistuerei. Ja, ich berichte gleich weiter.
Ja, Leute, da ist er wieder. Zochmol ist draußen. Mit der Presse mit 25 Tonnen ging das eigentlich wirklich sehr gut. Der kam langsam. Und da kann man es ja mal mit der Hand rausziehen, wenn man es so sieht. Viel Fett ist da nicht dran. Gar nichts. Deswegen drehen war da nicht mehr möglich. Groß warm machen hat jetzt auch nicht viel gebracht. Auch hier drinnen, man sieht, es ist wirklich trocken gelaufen, das Teil. Aber ich bin froh, dass ich kein neues brauche. Jetzt werde ich das alles mal ein bisschen sauber machen. Dann werde ich einen Repsatz bestellen, neue Gummilager. Und dann wird das wieder schicki zusammengebaut. Genau. Dann bis zum nächsten Mal.